Sogenannte Genrebilder zeigen in der Regel Szenen aus dem Alltagsleben. So geben sie uns auch heute noch das Gefühl, dass wir durch sie der Biedermeierzeit ganz nahe kommen könnten. Bedeutende Maler wie Ferdinand Georg Waldmüller oder Johann Baptist Reiter schufen stimmungsvolle Familienbilder, die bis heute in unserem kollektiven Bewusstsein eng mit der Vorstellung von Wien im 19. Jahrhundert verbunden sind. Diesen Herbst können wir zwei Gemälde einer der bedeutenden Malerinnen dieser Zeit, Rosalia Amon, präsentieren. Sie war eine der wenigen Frauen, der es gelang, an der Wiener Akademie bei Waldmüller zu studieren. Sie spezialisierte sich besonders auf Blumenstillleben, die sie fast in einer hyperrealistischen Weise auszuführen verstand. Technisch und kompositorisch stand sie darin ihrem Lehrer Waldmüller in nichts nach. Hier haben wir einen wunderbaren Strauß in einer Silbervase, in dem sie exotische neue Blumen für diese Zeit, wie rote und weiße Kamelien oder Rhododendron, mit modischen Gartenblumen wie Ranunkeln oder Goldlack kombinierte, die zu dieser Zeit von vielen Hobbygärtnern in allen möglichen Farbvarianten gezüchtet wurden. Eben dieser rostrote Goldlack taucht auch im Vordergrund des Genrebildes Die welke Rosenknospe als Topfpflanze auf. Diese scheinbare Momentaufnahme ist jedoch genauso komponiert wie der Blumenstrauß. Ein junges Mädchen hält einen Topf mit einer Rosenpflanze im Arm und zeigt ihrer Mutter die verfrüht verwelkten Knospen. Weitere Attribute auf dem Tischchen im Vordergrund geben uns Hinweise, um diese Metapher zu entschlüsseln. Wir sehen ein Nähzeug, eine Arzneiflasche und einen Silberlöffel und ein Medaillonbildnis, das an einem blauen Seidenband aufgezogen ist. Es könnte das Bildnis einer älteren Schwester sein, die mit einer Krankheit zu kämpfen hat. Jetzt sehen wir auch die Träne, die der Mutter aus dem Augenwinkel entweicht. Meisterhaft gelingt es Rosalia Amon, mit diesen kleinen Gesten und Anspielungen unsere Vorstellungskraft zu inspirieren, aus dieser vermeintlichen Momentaufnahme ganze Geschichten zu entspinnen. Das ist die Quintessenz des Wiener Genrebildes.